Cartier has very clear desires, and she isn't scared to talk about them. In her blog, she writes about sex and disabilities. For most people, sex is something private. But there's not much privacy when you're born with spinal muscular atrophy, like Cartier. The 26-year-old can barely move. She has caregivers with her around the clock to help her do things she can't do by herself. And the list is long. Beim Sex bin ich auch auf Hilfe angewiesen. Das ist unterschiedlich, welche Art von Sex. Warum sprichst du da so offen drüber, Katja? Weil es eben tabu ist in Bezug auf Menschen mit Behinderungen. Das verärgert mich echt sehr. Und ich glaube, manchmal muss man so ein bisschen den ersten Schritt machen und darüber sprechen, damit das auch in den Köpfen, in der Gesellschaft auch ankommt. Ein bisschen noch da in den Spiegel? Ja. Schau mal. Ja. Geh noch weg, ne? Ein bisschen weiter oben. Ganz schön locker, gar nicht so eng. Je unordentlicher das aussieht, desto besser ist es. Katja studies social work and her helpers go to class with her. They seem really close. I can see that no subject is off limits. Certainly not sex. Ich erwische mich auch häufig dabei und frage mich, wie haben zum Beispiel Menschen mit Glasknochen Sex? Geht das denn? Oder jemand, der eine starke Spastik hat? Und da erwische ich mich ja auch selbst dabei und ich habe persönlich ja dann auch Aufklärungsbedarf. Und wenn ich mir diese Fragen stelle, wie sehr muss ich das einer stellen, der halt noch nie was mit jemandem zu tun hatte, der auch eine Behinderung hat. Und manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass man einfach als asexuelles Wesen betrachtet wird. Ist doch bald so weit, oder? Katja never thought the man of her dreams would have a disability too. But then she fell in love with Tim. They've been in a relationship for 2 years. Tim's just come for the weekend. He also has a kind of muscular dystrophy. Hast du die ganze Zeit jetzt draußen gewartet? Klar, wie es sich für eine gute Verlobte gehört. Schatz. Oh Gott sei Dank. Was denn? Ja. Wenn ihr könntet, wie würdet ihr euch jetzt begrüßen? Ja, ich glaube, ich wüsste, was Katja hat. Sie wird mir um den Hals sprechen. Ja, Schatz. Ja, das war die Sache, um das auszulegen. Nein, darf ich denn so? If they could just reach out and touch, they wouldn't be able to keep their hands off each other. When the scooters are out of the way and they're in bed, the two can get pretty experimental. Welche Rolle spielen sollte Sexspielzeug für euch eigentlich? Ich glaube, ich finde Sex mit Tim pur, wie ich es sonst sagen soll, eigentlich schöner. Aber wenn Tim mich jetzt geleckt hat und dann möchte ich aber noch den Vibrator, dann rufen wir natürlich meine Assistentin noch dazu, dass sie ihm den Vibrator in die Hand legt und ein bisschen Gleitgel und sowas. Also, so weit helfen die uns dann. Was ist so das Verrückteste, was ihr je ausprobiert habt? Dass wir einen Sexfilm gedreht haben, das war das Verrückteste in Anführungsstrichen. Es gibt verrücktere Dinge, aber... Also ich komme mir langweilig vor, wenn ich das hier alles so höre. Ja gut, da ist eine Leute dabei, war halt, wenn wir halt Sex haben, können wir uns halt nur schwer gegenseitig dabei ansehen. Und wir wollten uns halt mal dabei sehen. Also auch halt einfach die Möglichkeit haben. Und wie war der Anblick? Wunderschön. Und ja, auf jeden Fall sehr gut. They've figured out how to have oral sex with just a little bit of help. Yeah, Bombe. A hoisting device used by their caregivers also doubles as a sex swing. Their helpers put one of them in the sling and then leave them to it. Ist einmal höhenverstellbar.
Das heißt, ich habe halt, wenn ich zum Beispiel im Rolli sitze und Tatja im Lüfter hängt, dann halt auch gut an sie ran, weil ich sie halt höher passend machen kann und dann mit dem Rolli an sie dran fahren kann und halt der Lüfter halt auch noch rollt. Und das heißt, man kann den halt so positionieren, wie und wo man es halt im Raum gerne hätte. Also wollen wir mal im Schlafzimmer, ja, genau. Im Wohnzimmer. Ja, genau. Du auch schon in der Küche und im Bad. Oh. Und sag mal, war das schwer, dann jetzt auch so Assistenten davon zu überzeugen, das mit euch zu machen? Irgendwo habe ich mich natürlich auch geschämt, es war mir peinlich. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ist das jetzt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Also so Sachen, also man lacht da jetzt drüber, ich lache da jetzt mittlerweile auch drüber, wenn ich davon erzähle. Aber am Anfang war das echt sehr präsent und sehr, sehr schwierig. Dian! Dian! Jetzt hat er gehört. Laura? Kommst du auch? Schieb mich mal näher ran. Aber sein Bein muss irgendwie anders, sonst. Ja, das muss gleich. Zieh. Kannst du mal deins kurz ziehen? Halt? Ich steh drüber, Linker, ja? Ja, über mich. Ja. Und die Schulter noch ran? Hier? Ja. Kopf hoch. Mhm. Und mit dem Kopf. Mit Ellenbogen unter meiner Brust. Oh Gott. Meine Füße nach vorne. Kopf nach vorne. Ich komme. Bisschen tiefer, ne? Drück mal gegen meine Schulter erstmal. Drück mal gegen meinen Hintern noch ein bisschen. Und Kopf nach vorne. Ah ja, jetzt gut. Und den Arm nach vorne. Ja? Hinten nach unten, Kopf. Fester. Und nach vorne. Deine Hand, glaube ich. Aha, danke. Du bist süß. Mhm. Wenn wir im Rolli sind, dann können wir uns nicht so nah sein. Da geht das halt nicht spontan. Dann ein Küsschen zu geben. Und dann kosten wir das immer im Bett aus. Ist dann schon manchmal gemein, wenn man so nebeneinander liegt. Nicht spontan Sex haben kann. Empathy is a big part of the job for Laura, one of Cartier's caregivers. Stell dir mal vor, du hast mit deinem Freund oder mit deinem Mann irgendwie jetzt vor, heute Abend macht ihr schön romantisch und dann weißt du, irgendwie im Nebenzimmer sitzen zwei. Ich würde es mir sehr wünschen, dass die zwei in dem Moment einfach für sich sind und nicht an mich denken oder an Tims Assistenten, weil sie ja eben für sich die Zeit haben und wir lassen sie auch dann ein bisschen klingeln. Cartier and Tim's regular helpers can help out with the toys and with oral, but vaginal intercourse is a bit more complicated. The couple used to visit special sex assistants who charged them 360 euros for 2 hours. At that rate, once a month was all they could afford. Now they're not going at all. Cartier got into an argument with the sex assistants and she's trying to find a replacement. Hello, Titty. Scheiße. Very few people advertise the kind of help Cartier and Tim need. So she's even trying brothels. Wie jedes andere Pärchen wünschen wir uns natürlich auch intim miteinander sein zu können und hatten auch bisher Sexassistenten. Das heißt, die haben uns beim Sex geholfen und haben uns unterstützt. Das heißt, die rhythmischen Bewegungen und meine Hand zum Beispiel über den Körper meines Freundes geführt. Ich sag mal, ich kann ja ruhig einfach sprechen, ja? Ist es ziemlich eng oder so?
Der Drang ist immer groß. Ja, ja, ja. Bei uns ist es schon seit über einem Monat her. Oh Gott, ja. Ja. Ja, also ich würde mich freuen, wenn Sie mich zurückrufen. Ja, okay, ich habe da jetzt die Nummer. Ja. Und dann melden tue ich mich auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ja, okay. Gut, danke schön. Alles klar. Ja, bis dann. Tschüss, ja. Schönen Tag noch. Das ist voll krass. Katia writes blog posts about her sex life. She does it because she wants people with disabilities to be able to have sex easily and affordably. She even wrote a post about her decision to fire the sex assistants and what toll it's taking on her relationship. Katja, wie geht es dir denn jetzt damit? Es ist total schlimm, es fehlt mir natürlich enorm, vor allem wenn wir dann halt zusammen abends im Bett liegen, er total erregt ist und das erregt mich natürlich. Sorry. Ja, ich versuche dann ja schon eigentlich in letzter Zeit so die Starke zu spielen und sagen, okay, da findet sich halt irgendwo bestimmt ein Weg, aber irgendwo zweifelt man ja dann doch dran. Ne? Sex ist eben, das gehört zum Leben dazu. Ich sage immer, das ist auch ein Grundbedürfnis wie Essen und Trinken, dass ich halt duschen möchte und genauso möchte ich halt auch Sex haben und dafür möchte ich kämpfen und einstehen und will da eigentlich auf gar keinen Fall aufgeben. Und also kein Sex zu haben ist für mich keine Option. Das Ziel. Lately, Katja and Tim have been arguing a lot. And a lot of their fights are about the lack of sex. For them, as for many couples, the strain of unfulfilled desires is a critical test of their relationship.